Briefen von früher, die ich da lese aus diesem Bereich, ist das dominant, permanent sich über Preußen zu definieren. Also vom ersten selbsternannten König angefangen. Also aus bis so, einer Familie stammen vielleicht Sie, aber ich nicht. Ja, leider. Ja, ja, leider. In meiner Familie ist das so gewesen, die sind teils Theologen gewesen. Und dann haben sie noch ein bisschen Naturwissenschaften studiert und Ähnliches. Und ich habe meinen älteren Bruder, der es in der Physik ziemlich viel weit getrieben hat, den habe ich immer damit aufgezogen, dass ich gesagt habe, ich bin überhaupt der erste Adlige in der Familie. Denn ich kann ja nichts dafür, dass mein Großvater in diesen Zustand versetzt worden ist, als er schon auf der Welt war und ich aber noch nicht. Also. Aber Herr von Weizsäcker, wenn wir Ihre Familie nehmen und wenn wir noch mal anknüpfen daran, was Guido Knopp auch angesprochen hat und was uns ja doch, glaube ich, allen gegenwärtig ist, wie sehr die Nazis das Vermächtnis Friedrichs II. Pervertiert haben, ja, und für ihre Zwecke dienstbar gemacht haben. Das habe ich ja selber vor Moskau erlebt im Jahr 42. Das ist doch der fatale Durchhaltewille auch, dass man glaubt, möglicherweise wieder auf ein ähnliches Wunder wie damals das von Brandenburg hofft und denkt, das kann noch irgendwie mal gut gehen. Im Nachhinein, mit dem großen Abstand, den Sie in Ihren mittlerweile fast 92 Jahren gefunden haben, zu der Nazi-Zeit auch. Sie waren bei der Wehrmacht, Sie waren Soldat dort. Wir haben das gehört in dem besagten Infanterieregiment. Ihr Vater war Staatssekretär im Auswärtigen Amt unter Ribbentrop, ist in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen verurteilt worden, wo Sie ihn zu verteidigen versucht haben. Wenn Sie so anfangen, dann fange ich an, meine Familiengeschichte besser darzustellen, als Sie es zurzeit tun. Ja, möglicherweise das möchte ich wirklich doch mal. Ich möchte nur einen Gedanken, danach will ich fragen, war das im Nachhinein, heute weiß man alles besser, war es im Nachhinein falsch verstandene Pflichterfüllung? Darum geht es mir, danach suche ich. Worüber sollen wir denn hier reden? Wir sollen darüber reden, ob uns preußische Tugenden fehlen. Ich sage, der alte Fritz hat durch die Art, wie er etwas gelten wollte, wie er aus seinem Land etwas Wirkungsvolles machen wollte, seinerseits sich in einer Form für die Notwendigkeit der Aufklärung eingesetzt, von der ich allerdings finde, dass wir das respektieren können, dass er in Bezug auf das, was diese Aufklärung von uns verlangt, in dem Urteil über unsere Mitmenschen und über das, was wir der eigenen Staatsführung zubilligen oder von ihr erwarten, verschiedener Meinung sein können, das ist ja ganz klar. Er war in erster Linie mit seiner Vorstellung von Aufklärung doch damit befasst, so etwas wie eine Art von Rechtsordnung voranzutreiben. Ja. Und damit hat er, wie ich finde, in der Tat etwas geschaffen, womit er sich verständlicherweise gegen die großen katholischen Mächte in Europa auch gewandt hat. Aber warum bin ich in Potsdam Soldat geworden? Weil es für mich die beste Möglichkeit war, am Wochenende, wenn wir mal Urlaub hatten, auch wieder nach Hause zu fahren. Aber im Übrigen ist, was Sie ja schon gesagt haben, mit Recht zu sagen, das, was es an wirklichen Widerstand gab in der Nazizeit, und was dafür Blut, Zoll in hohem Maß zu zahlen hatte, das ist sehr viel mehr in Preußen als in anderen Teilen Deutschlands entstanden. Das liegt aber natürlich nicht an preußischen Tugenden. Naja, es gab aber von Anfang an natürlich sehr breit einen kommunistischen und sozialdemokratischen und auch gewerkschaftlichen Widerstand. Die Adligen, ja. Offiziere kamen ja wirklich relativ spät dazu, sage ich mal. Ich wollte das nur erwähnen. Bloß wissen Sie, was mich stört, ist was ganz anderes.
Warum können wir nicht einfach beide Seiten an diesem Mann sehen, wie in der Geschichte? Richtig. Was ist eigentlich daran so schlimm? Ich sag mal ein Beispiel. Natürlich hatte das was mit seinem Image zu tun, dass er sich mit Voltaire und solchen Leuten umgeben hat. Aber es gab auch Herrscher, die hätte das so angekotzt, die hätten mit solchen Leuten gar nicht reden können. Also war er doch diesbezüglich anders, weil er ihre Gedanken interessant fand, weil er zuhören wollte. Auf der anderen Seite machte er einen üblen Krieg und die Toten und das alles hat ihn auch nicht interessiert. Das ist ja genauso wahr. Und das muss ich doch beides sagen. Und ich möchte ja nur, dass wir lernen, mal wie andere Völker damit umzugehen, auch mit ihrer Geschichte umzugehen. Deshalb frage ich die ganze Zeit nach dem Vermächtnis. Dass wir immer, Sie fragen mich auch, was ist die Hauptseite? Nein, ich frage, was wiegt für Sie schwerer? Wenn ich dann natürlich die Negativen, verstehen Sie? Weil die Kriege waren natürlich das Entscheidende. Es gab tausende Toten, es gab Krüppel. Er hat ja selber, das finde ich ja interessant, nach dem Siebenjährigen Krieg hat Friedrich II. Geschrieben, was hat der Krieg eigentlich irgendeinem beteiligten Land gebracht? Gar nichts. Ihm hat er Schlesien gebracht. Hat er Schlesien ja, ja. Ich rede jetzt nach dem Siebenjährigen. Ich sage ja nur, was er schreibt. Ich sage ja nicht, ob es stimmt. Dann sagt er, aber es hat Tausende... Können wir das nicht mal in die Gegenwart holen? Ja, können wir gleich machen. Tausende und Abertausende Tote gekostet. Es hat Unglück gebracht über die Leute. Sie haben keine Arbeit. Es gibt Tausende und Abertausende. Das hat er alles selber geschrieben. Bloß es kommt zu spät, nachdem er es ja selber verursacht hat. Aber verstehen Sie, ich sehe doch auch die anderen Seiten. Natürlich sehe ich, was er zum Beispiel mit der Toleranz, wenn ich das nur sagen darf, mit dem Religion. Ja, da war er toleranter, mit Ausnahme der Juden eben. Gut, bei denen macht er genau die Grenze und die behandelt er abenteuerlich. Warum kann ich nicht beides sagen? Völlig Warum richtig. Warum kann ich nicht Anna sagen... Er war auf der einen Seite toleranter, auf der anderen Seite furchtbar. An diesem Gespräch ist, dass nahezu alles, was gesagt worden ist, richtig ist. Und das Gegenteil stimmt aber auch. Es war eine Schwarz-Weiß-Figur, eine faszinierende Schwarz-Weiß-Figur. Er hieß der Große, schon die Zeitgenossen nannten ihn, er legte selber Wert darauf. Voltaire war der Erste, der das behauptet hat. Es gab auch bezahlte Klaköre, die in den Berliner Straßen riefen, Libert Fridericus Magnus. Aber die Zeitgenossen und die Nachkommen nannten ihn den Großen. Der letzte in der deutschen Geschichte, der Große genannt worden ist. Wir haben nicht sehr viele. Vorgeschichte der Deutschen, Karl der Große, war kein Deutscher, war Franke, okay. Otto der Große, Otto der Erste, wird Otto der Große genannt, der auf dem Lechfeld die Ungarn beschlagen. Ich komme schon gleich drauf. Okay. Und dann Friedrich der Große, danach gab es keinen mehr. Er war vielleicht nicht der größte deutsche König, aber er war der bedeutendste und größte preußische König. Und wenn wir auf die harten Fakten abheben, statt der schwammigen Geschichten mit den preußischen Tugenden, immer schwierig, so ist er dafür verantwortlich letzten Endes, dass wir hier in Berlin reden und nicht in Wien. Denn er ist letzten Endes mit dafür verantwortlich, dass Preußen die zweite deutsche Großmacht neben Österreich wurde, dass Berlin die zweite große Metropole neben Wien geworden ist. Und Vorläufer Bismarcks, der dafür gesorgt hat, dass Österreich aus dem Deutschen Bunde vertrieben worden ist. Der Letzte, der das revidieren wollte, war der alte Churchill, der gesagt hat, 1943 bei der Kriegskonferenz in Teheran, teilt die Deutschen nicht in Ost und West, das wird nicht halten, teilt sie auf in Nord und Süd. Im Norden Preußen, böse, militaristisch, muss streng behandelt werden, so Churchill. Im Süden, südlich der Mainlinie, lass sie mild, behandelt sie mild. Das ist das heutige Baden-Württemberg, Schwaben. Das ist das heutige Bayern, Österreich und Ungarn. Er wollte einen Donaubund gründen. Das wäre eine komische Vereinigung geworden. Mit der Hauptstadt Wien. Das wäre ein toller Staat geworden. Das sage ich Ihnen, das wäre ein sehr sympathisches Staatsgebilde geworden. Ja. Viele Bayern fühlen sich heute noch in Wien viel wohler als im preußischen Berlin. Aber Sie erzählen böse Witze über die Österreicher. Das wäre schwierig gewesen, da sozusagen die Trennungslinie zwischen dem Norden und dem Süden zu überwinden. Aber was wir doch jetzt herausfinden, ist noch mal mehr, dass, wie jede historische Gestalt, auch Friedrich II. Ein durchaus widersprüchliches Bild abgibt und eine widersprüchliche Figur ist, möglicherweise mit Ausnahme Adolf Hitlers, wo man nichts Gutes dran lassen wird. Aber wir fragen nach dem Vermächtnis. Danach suche ich ja die ganze Zeit. Gregor Gysi sagt zu Recht, möglicherweise haben wir noch keinen geübten Umgang damit gefunden, was wir denn überhaupt machen können und wie sehr wir ein Vermächtnis in, das hat Uli Mattes gerade schon zwischengerufen, in die Jetztzeit retten können. Zeit und jedes System das Bild Friedrichs II. Neu für sich aufgeladen hat und den alten Fritz auch für sich in Dienst genommen hat, welches Bild brauchen wir denn dann jetzt?
Na, ich, sozusagen diesen offenbar Reizbegriff preußische Tugend, kann man den nicht mal weglassen? Sowohl dieses merkwürdig fordernde Wort Tugend, was ja auch so ein bisschen altmodisch ist, und das preußisch mal streichen. Die preußischen Tugenden, gucken wir uns mal, nennen wir sie doch mal Eigenschaften. Erstmal wertneutral Eigenschaften. Gradlinigkeit, Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit, Zivilcourage, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Das sind Eigenschaften, von denen Ihr Kumpel Oscar Lafontaine vor 20 Jahren gesagt hat, damit kann man ein KZ leiten, mit diesen Sekundärtugenden, womit er recht gehabt hat. Ich fand aber diese Bemerkung unsäglich zynisch, weil man mit diesen, mit exakt diesen Eigenschaften, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit, auch eine sehr gute demokratische Politik machen kann. Man kann mit ihnen auch ein Altersheim leiten, ein Krankenhaus oder ein Theater. Und insofern kommt es extrem daraus an, was man aus Eigenschaften, die man, wie es die Nazis getan haben, ins Schreckliche, Gewalttätige pervertieren kann, dann sind diese grundsätzlich erstmal neutralen, um nicht zu, oder so vielleicht sogar positiven Eigenschaften auf entsetzliche Weise missbraucht worden. Rudolf Höss, der Auschwitz-Kommandant, hat sich in der Tat auch auf preußische Tugenden berufen. Furchtbarerweise. Jemand, der aber Tag ein, Tag aus sich um irgendwelche Bedürftigen kümmert, auch der braucht ein bestimmtes Maß an Pflichtgefühl, an Selbstdisziplin und an Einsatzbereitschaft und Zivilcourage. Und insofern sind diese Eigenschaften per Definition erstmal nichts Schlechtes, sondern man kann sie zu was Gutem verwenden und zu was Schrecklichem, wie es die Nazis getan haben. Finde ich auch. Das ist alles unverbindlich. Dann gehen wir mal weiter ins Jetzt. Es ist ja auch kein Zufall, dass klar, A ist der Geburtstag, B gibt es ein Thema, das die Deutschen im Moment stark beeinflusst, dass der Satz und der Anspruch Friedrichs II., dass er sich als Diener seines Staates begriffen hat, im Moment große Konjunktur feiert. Mit dem sind wir losgezogen, auch bei dem Festakt gestern, und haben mal geprüft, ob er heutigen Staats- und Regierungschefs dennoch was sagt. Wissen Sie, wer das ist? Das ist der Große, ist es, der Friedrich. Der hat heute 300. Geburtstag. Wenn dann der 300. Geburtstag ist, dann ist Party angesagt. Der junge Mann hier, wofür steht der denn heute noch? Für sehr vieles. Bitte? Für sehr vieles. Und zwar? Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist eine Persönlichkeit, an der man sich reiben kann. Ein interessantes Leben, ein sprödes Leben, rau, nicht aalglatt. Das gefällt mir. Er war ein Schöngeist, aber war auch ein Krieger und hat Länder überfallen. Na, für mich steht er auch für Toleranz und für Offenheit. Können eigentlich heute Politiker auch noch was von Staatslenkern aus der damaligen Zeit, sprich von ihm, vielleicht auch was lernen? Ja, ich kann mir vorstellen, also Politiker könnten auch lernen, dass man also nicht nur Fehler zugibt, sondern auch Konsequenzen daraus zieht. Ich habe hier so ein paar preußische Tugenden vorbereitet. Welche von diesen beiden Staatsoberhäuptern würden Sie dir denn eher zuordnen? Unbestechlichkeit. Ja, woher soll ich wissen, ob er unbestechlich war? Der ist nicht unbestechlich. Ich habe bis jetzt noch keinen Nachweis dafür, dass der Mann bestechlich ist. Auch nicht als Ministerpräsident. Also kriegt er das erstmal. Der Friedrich war nicht so sparsam. Und Herr Wulff ist nicht sparsam? Für sich oder für den Staat? Persönlich war er sehr sparsam. Er hat ja viele Möglichkeiten genutzt, um privat, zu profitieren. Na, dann halten Sie es so mein. Bescheidenheit, nee, kann ich nicht sagen. Kriegen Sie beide nicht. Aufrichtigkeit, das hat ja schon fast was Karikatives. Also mit anderen Worten, wir haben ja 6 preußische Tugenden, der Herr Wulff kriegt gar keine, oder wie? Der kriegt gar keine und der alte Fritz kriegt 4. Aber wenn Sie andere Adjektive nehmen, ja, dann kriegt er auch welche.
Zum Beispiel? Na, die Schönheit, das Lächeln, ja. Der Gesichtsausdruck. Beide haben den Anspruch gehabt, ich will erster Diener des Staates sein. Hinter wem würden Sie sich als Untertan lieber einreihen? Wenn es sein muss, würde ich Friedrich nehmen. Aber so einen gibt's nicht mehr. Ulrich Matthes, was sagt das aus über die Seelenlage einer Nation, wenn sich dieser Mann zum Beispiel, aber auch manche einer noch, eher hinter Friedrich als hinter Christian einreihen würde? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe gefragt, was es über die Seelenlage einer Nation aussagt, wenn sich die Bürger eher hinter Friedrich als hinter Christian einreihen wollen. Ich hoffe, die meisten würden beides ablehnen. Eine Enttäuschung über Wulff, das ist ja so, die habe ich auch. Und gleichzeitig doch das Bedürfnis, in der Position des Bundespräsidenten jemanden zu haben, den man integer finden kann, mit dem man sich auf eine relativ allgemeine Weise identifizieren kann, der einen anregt, von dem man das Gefühl hat, dass er einen gut im Ausland vertritt. Das Merkwürdige ist, dass es ja irgendwie gar keine Lichtgestalt zu sein braucht da oben, aber es muss doch jemand sein, der bestimmte preußische Tugenden verkörpert, die Leute irgendwie gut finden, mit dem sie sich identifizieren können. Und da ist das Vertrauen, der Vertrauensverlust für jemanden wie Christian Wulff, glaube ich, in weiten Kreisen der Bevölkerung mittlerweile sehr groß. Aber Herr von Weizsäcker. Na, ich finde, wir wollen beim alten Fritz bleiben. Es ist doch sehr schwer, sonst Parallelen in dieser Form auf die Jetztzeit zu versuchen. Ich finde, was meine Generation vor allem geprägt hat, war, wir haben in erster Linie durch den schrecklichen Nationalsozialismus, nachdem wir am Ende des Ersten Weltkrieges in eine Lage versetzt worden sind, mit der wir nicht gut in der Lage waren, ein Deutschland in einer für die Nachbarn erträglichen Form aufzubauen. Interessanterweise war die Regierung im Bezirk Preußen während der Weimarer Republik eigentlich eher eine solide und relativ vernünftige Art des Regierens. Aber gerade dann am Ende der Weimarer Republik, wo wir eben nicht in der Lage waren, dieses fürchterlich aufkommende NS-System rechtzeitig in seiner Grausamkeit zu erkennen, das hat uns dann doch wieder vor Augen geführt, wie schwer es für alle unsere Nachbarn war, zu einem Staat zusammengewachsenes Deutschland zu ertragen. Dieser Churchill, kam das von Ihnen, ja, der Hinweis mit dem Norden und dem Süden, der ist ja wirklich sehr interessant. So ist es. Auch das, was die Aufklärung bedeutet, im Süden und im Norden ist ja relativ unterschiedlich. Ich meine, der Churchill